So, wir sollen hier jetzt die Ausgabewahrscheinlichkeiten angeben. Und wie gesagt, wir stellen uns das Bigram HMM als endlichen Automaten vor, bei dem diese Post-Text-Zustände sind und die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Wort emittieren oder ausgeben. So, bei uns wurde das im Beispiel als Tabelle angegeben. Man könnte es auch hier in dieser Form hier, wie im anderen Video, mit die Wahrscheinlichkeit von Test gegeben V oder so angeben. Aber hier ist die Reihenfolge ja klar. Also hier weiß man, dass das V halt der Zustand ist oder beziehungsweise hier die Bedingung und das Test als Wort dann ausgegeben wird. So, und dann kann man das hier auch so angeben. So, ich schreibe hier die Posttext ran, determiniere Nomen, Verb, Präposition und Punkt. Und ja, da kommt dann Satzende und Satzanfang, die kommen nicht drin vor, weil die haben keinen Typ, die geben auch nichts aus. So, dann haben wir die Wörter the, student, da kommt dann jedes Wort nur einmal rein. Pass, Test, Wait for Teach. Ich muss es mal abkürzen hier und dann zum Schluss noch ganz wichtig der Punkt. Also der Punkt hat ein, der hat als Tag oder der wird von dem Satzendezeichen ausgegeben, aber das kann ja theoretisch auch ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen oder so sein, was ja auch ein Satzende sozusagen angibt. So, und die Wahrscheinlichkeiten, die ich angebe, die sind wieder so eine reine Zählarbeit. Hier bei SIL zum Beispiel. Ich muss angeben, wie viele, ich mache das mal wieder farbig, wie viele Determinierer wir in diesem Text haben. Das sind hier jetzt 1, 2, 3, 4. So, das kommt in den Nenner. Und die Anzahl, wie viele von diesen Determinierern das Wort the ausgegeben haben. Das ist dann 1, 2, 3, 4. Ich könnte das eigentlich auch nochmal farbig machen hier. Also Determinierer, 1, 2, 3, 4. Und das Wort se ist auch 1, 2, 3, 4 mal von dem Determiniererzustand ausgegeben worden. So, und bei den anderen brauche ich nicht gucken, weil die Wahrscheinlichkeiten hier für diesen Determinierer, die müssen insgesamt 1 ergeben. Und ich habe hier 4 Viertel, ist das gleiche wie 1. Und die anderen, da kann ich dann hier einfach eine 0 reinschreiben. Es ist absolut unmöglich, dass von einem Determinierer das Wort Student ausgegeben wird, beziehungsweise dass als Determinierer das Wort Student im Satz steht. So, dann bei den Nomen. Wir haben hier, ja, wir haben gar keinen Fall, wo das Nomen das Wort the ausgibt. Also es ist eigentlich klar, jedes Auftreten von se ist ein Determinierer. Also eigentlich kann ich ja auch schon mal die Nullen so reinschreiben. So, hier wird es wieder ein bisschen interessanter. Wir suchen erstmal alle Nomen raus. Das haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt brauchen wir die Anzahl davon, wie viele das Wort Student ausgegeben haben. Da haben wir hier 1, 2, 3 und das war's dann. Das heißt, wir haben hier eine Wahrscheinlichkeit von 3 Sechstel macht 1/2, dass dieser Zustand Nomen das Wort Student ausgibt. So, dann brauchen wir für das Wort Pass, ja, mache ich das mal in blau. Wir haben hier,
Ich habe deswegen auch einen englischen Korpus genommen, weil man da viel mehr diese, besser diese Doppeldeutigkeiten hat. Also viel öfter den Fall hat, dass ein Wort von verschiedenen Posttext ausgegeben werden kann. Also wir haben hier zweimal Past drin, aber nur eins wird von einem Nomen ausgegeben und das andere von einem Verb. So, ich hoffe, das verwirrt jetzt nicht, dass ich hier bei Past eine 1 reinschreibe, obwohl es zweimal drin steht. Aber hier von dem Fall, dass das ein Nomen ist, den haben wir nur einmal. Und beim Verb, das ist ja was anderes. Das heißt, deswegen steht hier eine 1 drin und wir haben hier eine Wahrscheinlichkeit von einem Sechstel, dass das Nomen Past ausgibt. So, dann bei dem Test. Die Farbe habe ich noch nicht. Wir haben hier 1, 2-mal Test. Und da haben wir auch wieder den Fall, dass nur eins davon ein Nomen ist. So, die Nomenanzahl, die kennen wir, die ist immer noch 6. Und von diesen ist nur eins das Wort Test. Oh, ich habe ganz vergessen, den Pass zu unterstreichen. Das ist blau geworden. Oh, und diese habe ich auch gar nicht unterstrichen, also was. So, dann brauchen wir noch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir von, dass ein Nomen Wait ausgibt. Gucken wir mal. Nein, 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 nein. Also das ist 0. For ist auch niemals von einem Nomen ausgegeben worden oder for ist niemals ein Nomen. Und Teachers haben wir hier einmal. Das heißt, wir haben hier die Wahrscheinlichkeit wieder von einem. Mache ich nun hier mal wieder in Farbe hier. So, wir haben die Wahrscheinlichkeit hier von einem Sechstel, dass Teacher von Nomen ausgegeben wird. Und hier sieht man hier, wir haben hier 3 Sechstel plus ein Sechstel macht 4 Sechstel und ein Sechstel macht 5 Sechstel und noch ein Sechstel macht 6 Sechstel. Also das, was hier in dieser Zeile steht, das muss ich immer auf 1 addieren. So, und hier steht dann auch eine 0 drin. So, dann wollen wir für das Verb gucken. Das kann ich immer wieder farbig machen. Wir haben hier 1, 2, 3 Verben. So, wir haben von diesen 3 Verben ist keins das Wort Student. Von Pass ist es einmal. Ich mache das mal kurz wieder farbig. Wir haben 3 Verben. Das muss hier immer im Nenner stehen. Und das Past haben wir davon einmal. Ich kann das hier mal wieder einkreisen. So, hier ist Past ein Verb. Und dann ist hier auch das andere Auftreten gelandet. Also, das sieht man jetzt. So, dann haben wir wieder Test. Da brauche ich wieder das Verb im, die Verbanzahl im Nenner. Und hier bei Test, so hier ist jetzt auch das andere Auftreten gelandet. So, ein Drittel und ein Drittel, da fehlt noch eins. Wir haben hier noch Wait. So, mache ich das mal einheitlich hier, auch in Rot. So, hier ist Wait einmal aufgetaucht und zwar als Verb. Deswegen bekommt das hier die Verbwahrscheinlichkeit von ein Drittel. So. Damit haben wir schon, wir haben dreimal ein Drittel, das heißt, für Verb haben wir alle Wahrscheinlichkeiten gefunden, das heißt, die anderen hier sind 0. Und die letzten, die sind besonders einfach. Wir haben hier nur eine Präposition, das ist for. Das heißt, wenn ich eine Präposition habe, dann ist es auf jeden Fall ein for gewesen und die anderen, die sind alle 0. Das soll 0 sein. Und wir haben hier bei jedem Satz Endezeichen einen Punkt, der dafür ausgegeben wurde. Das heißt, wir haben hier auch nur diesen einen Fall. Ich könnte jetzt 3 Drittel hinschreiben, aber es ist dasselbe wie 1 so hier an dieser Stelle. Und die anderen sind 0. Und damit habe ich sämtliche Ausgabewahrscheinlichkeiten angegeben, die aus diesem Korpus hier entstehen können.